Möge das Ritual beginnen. Ich wende mich mal an den. Das Kristallportal auf Taranis ist vernichtet. Das ist auch gut so. Ja. Ich bin froh, dass du unser Portal ins Reich der Schatten wieder schließen konntest. Ich hatte schon befürchtet, dass sich die Schatten über ganz Taranis ausbreiten. Gut gemacht, mein Junge. So, wir sind fast soweit, mein Freund. Nun werden wir das Ritual beginnen. Beginnen. Aber fang schon mal an. Ich habe eh keine andere Wahl. Das wird schon, mein Junge. Stell dich in die Mitte. Gleich ist es soweit. Oh, wie wir aufregend. Haben uns heute zusammengefunden, um den Geist dieses bemitleidenswerten Geschöpfes. Jetzt mach schon. Gut, du hast schon zu lange gewartet. Lass uns mit der Zeremonie beginnen. Halt still, mein Freund. Necoi mortar delirum ignaro elagon. Wir rufen dich, Geist. Höre unseren Ruf. Ignaro elagon. Ignaro elagon. Endlich ist es soweit. Nur allzu lange warte ich schon auf diesen Moment. Nur durch deine Hilfe konnte ich nun die mächtigsten Zauberer auf einem Haufen erwischen. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Wer zur Hölle bist du? Mein Name ist Nikolot. Ich bin der, der dich begleitet. Und das schon seit langer Zeit. Ich war da an dem Tag, an dem dein Leben entschwand. Ich werde da sein, wenn es sich wieder mit dir vereint. Deine fettigen Haaren da. Verschwinde, du Idiot. Verschwinde, du Idiot. Ich habe hier gerade etwas Wichtiges zu erledigen. Och Mann, ey, dafür kriegt man Seele abgezogen. Richtig. Du hast mir hier einen großen Dienst erwiesen. Lächerlich. Was redest du da? Du hast geschafft, was sonst keiner geschafft hätte. Du hast die größten drei Zauberer der Südsee an diesen Ort gebracht. Jetzt musste ich sie nur noch pflücken. Wie eine reife Frucht. Beachtliche Leistung. Wenn man bedenkt, dass du eigentlich nur noch eine leere Hülle bist. Was hast du mit ihnen gemacht? Alles ist so gekommen, wie ich es vorausgesehen habe. Aber das Ritual? Alles nur, um mich von meinen Fesseln zu befreien. Und um mich hierher zu bringen. Eldrick hat... Ich habe die alten Schriften und den Ritualzauber manipuliert. Ich habe deinen Geist genommen und dich auf deine Mission geschickt. Ich habe einen Spitzel in deine Crew eingeschleust, der dich und die drei Zauberer hierher brachte. Mit ihrer Hilfe werdet ihr alle schon bald Zeugen meiner großen Manifestation sein. Dann werde ich mir holen, was mir gebührt. Damit wirst du nicht durchkommen. Das bin ich doch schon. Niemand wird mich mehr aufhalten. Auch du nicht. Besser für dich, wenn du es möglichst schnell begreifst. Verlorener. Nein! Was jetzt? Kapitel 4. Nekrolord. Tja, Boss. Ist umgelaufen, aber hey, es hätte schlimmer kommen können. Ach ja? Immerhin lebst du noch. Bist du der Verräter in meiner Crew?
Hast du diesem Dämon Necrolo zugespielt? Das glaube ich nicht. Nein, aber ich habe einen Verdacht, wer es war. Wer? Ich habe Horas des Öfteren nachts heimlich von Bord schleichen sehen. Er war manchmal stundenlang weg und kam danach ziemlich fertig wieder zurück. Außerdem habe ich in Erfahrung gebracht, dass er auf allen Inseln, die wir bereist haben, schon früher mal gewesen ist. Auch auf Kalador. Ich möchte wetten, Horas hat den Zauber Neko Imota dort platziert, wo du ihn gefunden hast. Hm. Gut, dann weiß ich ja, was jetzt zu tun ist. Wenn du Horas erwischen willst, musst du dich beeilen. Er ist nicht mehr an Bord des Schiffes? Nach der Ritualgeschichte? Das glaubst du doch nicht wirklich. Ich möchte wetten, dass er schon wieder auf dem Weg nach Taranis ist. Wie kommst du darauf? Ich habe ein Gespräch an Deck belauscht, wo er über den Reaktor der Magier sprach. Oh, Scheiße. Er hat irgendwas damit vor. Und was? Ich fürchte, er will ihn sabotieren oder anzapfen oder... Was weiß ich, ich bin kein Experte. Wir sollten uns einfach beeilen und General Magnus warnen. Eine Sache wäre dann noch... Was denn? Bevor wir zu Magnus gehen, solltest du noch einmal mit Drake reden. Ich habe gehört, wie die Dämonenjäger über dich sprechen. Ich glaube, dass sie dich als bereit erachten, um zu einem echten, dunklen Krieger aufzusteigen. Wer oder was zur Hölle ist dieser Necrolot? Ein Dämon aus dem Schattenreich, vielleicht sogar ein Titanenlord. Wenn er die ganze Sache hier geplant hat, ist er äußerst gefährlich. Das er hat ist meinen Geist. Nicht nur den, er hat das ganze verdammte Schattenreich auf die Menschheit gehetzt. Der Geist von Captain Crow steht mit Sicherheit ebenfalls unter seiner Fuchtel. Was können wir tun? Die einzige Spur, die wir zu Necrolot haben, ist Horas. Wir müssen diesen miesen Verräter erwischen und ausquetschen. Dann wissen wir mehr. So. Ab aufs Schiff, ja. Ich muss nach Kalador und meinen neuen Rang einnehmen. Drake, ich komme. Die gehen mal wieder rein, wie immer. Ist er da? Feuer wärmt er sich. Wie sieht's mit deiner Beförderung aus? Ich denke, du hast recht. Es ist Zeit, dich in den höchsten Rang zu befördern. Wir können jede kämpfende Hand gebrauchen nach allem, was in letzter Zeit passiert ist. Du hast es dir verdient, ein wahrer dunkler Krieger zu werden. Sprich mit Wilson. Er soll dir eine neue Rüstung geben. Ohne sie ist die Beförderung nicht komplett. Passiert gerade so viel auf einmal. Wilson. Ich soll mir eine neue Rüstung abholen. Also bist du jetzt ein wahrer dunkler Krieger. Respekt. Als Außenseiter zum dunklen Krieger befördert zu werden, verlangt einiges an Können. Gratuliere, du hast es dir verdient. Voll. Was kann ich von dir lernen? Was kann ich von dir lernen? Von der Klinge bis zur Muskete, alles, wenn du das nötige Kleingeld hast. Musketeschrift, nein. Ändern. Boah, jetzt sehe ich aber aus. Inventar. Ausrüstung. Erstmal wieder meinen Kopf anziehen, denn ich bin immer noch Kapitän. Körper. Oh ja. Sehr gut. Super starke Rüstung. Kannst du mir was... Was haben wir denn hier? C, Attribute, Härte können wir weiter steigern. Drake. Was kannst du mir beibringen? Noch was mit was Härte. Was möchtest du wissen? Medikus steigern? Ich möchte meine Lebenskraft steigern. Natürlich. Kein Problem. Dafür bin ich nicht gut genug. Nö, dafür bist du nicht. Ich bin noch nicht gut genug. Okay, gut, dann war es das hier. Ende. L, der Verräter. Wo muss ich hin? Taranis. Taranis meine ich natürlich.
Weder den Reaktor schon abgeschaltet. Da hinten ist der Sack auf dem Weg runter zum Reaktorkern. Ganz schön warm in den Federn, ne? Warum sind die eigentlich so gut? Müssen verzauberte Federn sein, wenn die so krasse Werte haben. Scheiße, vielleicht hätte ich den Bonus mitnehmen sollen. Werden dir nur diese Energiequellen helfen? Mach ich's halt ohne Bonus. Nutze die 5 Fesseln, um den Erzitan auf Ketten zu legen. Hebe eine Fessel auf und wirf sie im richtigen Moment auf einen der Trefferzone. Was für Fesseln? Ich hebe sie auf. Kann ich nicht. Was für Fesseln? Hä? Muss ich damit da rüberlaufen oder was? Ich verstehe es nicht. Ich kann zielen. Muss ich meinen Kopf werfen, aber es geht nicht. Ist auch nicht. Okay, okay, ich glaube, ich weiß wie. Komm mal nicht auf. Ist denn der richtige Moment? Muss ich auf die Füße zielen? Nee, auf keinen Fall. Mann, ich muss aber die Fessel einsammeln. Muss ich jetzt doch gegen ihn kämpfen? Da vielleicht, wenn der Arm so leuchtet. Oh, es ist ziel kacke. Yes. Dran. Ja, ja, ist ja gut. Da
liegt noch eine Fessel. Komm. Nimm ihn mal hoch, Junge. Nimm ihn hoch. Ess mal was. Derzeit hole ich mir die letzte große Fessel. So, und jetzt ein Kopf. Oder was? Ah, der Mund, der Mund, der Mund, der Mund, der Mund, da war er. Dachte ich mir. Da, wenn er rammt, so. Jetzt muss ich den da weglocken. Acht. Na, komm hier rüber. Moment, wo ist denn die letzte? Jetzt schleift er die mit sich rum, oder was? Das gibt's doch gar nicht. Da liegt sie. Hä? Ausrammig. Du willst es doch auch. Nein, möchte ich nicht. Ich bin aber nur noch gezielt. Fetter blauer Kobold. So, Horas. Jetzt zu dir. Du hast alles zerstört, worauf ich jahrelang hingearbeitet habe. Bist du jetzt zufrieden, du Held? Wie konntest du das tun? Wenn du an meiner Stelle wärst, hättest du genau dasselbe getan. Was hat dir Necrolot für deinen Verrat bezahlt? Bezahlt? Für kein Gold der Welt ist das zu haben, was er mir geben konnte. Er ist ein Titanenlord und er versprach mir, mich zu einem von ihnen zu machen. Und das hast du ihm geglaubt? Ich hatte es fast geschafft, da musstest du hier aufkreuzen und alles zunichte machen. Crow hatte recht. Ich hätte dich nicht unterschätzen sollen. Doch dieser Fehler wird mir nicht noch einmal unterlaufen. Crow? Du kennst den Geisterkapitän? Ha! Was glaubst du, wie ich die Fährte zum Geisterritual für dich legen konnte? Crow hat mich nach Kalador gebracht, um den Ritualzauber dort zu platzieren. Seine Crew beschützte mich vor Sebastianos Häschern, bis du mich auf Takarigur gefunden hast. Wie finde ich Crow? Du brauchst ihn nicht suchen, er sucht dich. Crow weiß von deinem lächerlichen Versuch, eine Flotte gegen ihn aufzustellen. Er wartet auf dem Breitengrad der Orkankappe auf deine Ankunft. Wenn du mich fragst, hättest du keine Chance gegen ihn. Das werden wir sehen. Nein, das werden wir nicht. Dein Leben endet hier, und das für immer. Hast du noch etwas zu sagen, bevor ich mein Schwert in deinem Körper versenke? Du bist gefeuert. Jetzt bist du dran. Todes. Tot. Richtig tot. Zurück zum Schiff. Ja, damit wären wir einer weniger. Zumindest konnte Horas mir sagen, wie wir Crow finden. Ja, aber sind wir denn schon so weit, gegen seine Flotte in die Schlacht zu ziehen? Das wird schon. Oh Mann, wenn wir Crow begegnen, wird er uns gehörig den Arsch versohlen. Einmal speichern. Crows Geisterflotte. Angreifen. So, jetzt ist es soweit. Auf in die Schlacht. Auch kein Lagebericht. Wo? Einfach irgendwo hin oder was? Ich fahr mal da rein. Wir legen ab.
wusste, dass es schwierig werden würde. Wann war es denn einmal einfach? Wie oft hatte ich schon auf meinen unzähligen Kaperfahrten dem Tod ins Auge gesehen? Aber das, was mir da mit seiner hässlichen Fratze entgegenblickte, überstieg meine kühnsten Vorstellungen. Jetzt gibt es keinen drinnen mehr. Dein Körper gehört mir. Männer, Attacke! Kommt her. Lass mich loskämpfen. Was ist das? Ach, das. Hä? Ich hab doch weh gedrückt. Oh Gott, ey. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Ich wusste, dass es. Ja. Ja. Ich halte hier die Stellung. Hey, wie, 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 wie. Oh, da war ein guter Schlag von ausgewichen. Halt ihn nur kurz fest. Wow. Ist das vom Anfang die allererste? Ja. Das ist es, ne? Das ist alles nur sehr ähnlich. Oh, Taco. Super Pistole wäre jetzt echt hilfreich. Ich kann mich einfach niederschießen. Ja, genau. Schick mal deinen Schattenwächter. Rum 242. Crow, hallo. Wenn man überhaupt verletzen kann. Geist. Super klingelt das anscheinend. Yeah. Du erreichst Antigua. Seeschlacht gewonnen. Crow ist endlich besiegt. Das war ein hartes Stück Arbeit. Ja. Aber es hat sich gelohnt. Auf Crows Seekarte ist die exakte Position der Totenkopfinsel eingezeichnet. Dort hat das ganze Übel begonnen. Ich wette, aha, dort werden wir auch Nekrolos finden. So geht es weiter. Wir sollten uns rüsten und unserem Feind endgültig den Garaus machen. Also, ich wäre bereit. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Ende. Dann mal los, in See stechen. Die Totenkopfinsel. Die Totenkopfinsel. Nekrolord, ich komme. Totenkopfinsel gefunden. Da liegen auch schon ein paar Schiffe vor Anker. Das ist meine? Ende. Warte, 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 warte. Hier nehme ich mir aber schon mal den Bones mit. Ist schon an Land. Alle sind schon weg. Ich bin der Letzte. Na gut.
Da, Mendoza kämpft für mich. Aber sogar ein Geist. Das war's dann wohl. Einer weniger. Sehr gut. Spruchrolle, Feuerregen. Ein ungewöhnliches Gefühl für Kidlat, mit Guchos zusammenzuarbeiten. Guchos waren lange Zeit nur Objekte für Kidlat. Danke gleichfalls. Nicht böse nehmen, Gucho. Kidlat hat sich geändert. Viele Guchos mussten sterben für Wissensdurst dieses Chakas. Ich habe Guchos benutzt, um mein Voodoo zu testen. Viele Guchos mussten sterben wegen meinem Unwissen. Und das erzählst du mir jetzt? Die Schlacht bringt mich auf Gedanken. Bring mir dein Wissen bei. Du hast Menschenversuche durchgeführt? Chi, so nennen es die Guchos. Kidlat nicht stolz auf seine Geschichte, aber Vergangenes ist vergangen. Heute ist Kidlat hier und versucht, seine Sünden wieder gut zu machen. Kidlat will tun, was er kann, um Guchos in diesem Kampf am Feuer, zu helfen. Diese Kidlat. Bring mir dein Wissen bei. Lass sehen, was Kidlat dich lehren kann, Gucho. Es gibt allerdings Dinge, die Kidlat dich nicht lehren wird. Es gibt Bereiche, von denen sollte niemand etwas wissen. Dieses Wissen wird Kidlat mit in sein Grab nehmen. Das kann er denn so richtig krasses Ritualmeister natürlich. Naja, egal. Ich möchte jetzt hier weitermachen. Nikolat, wo bist du? Werkbank. Oh, ein Teleportstein. Was ist denn das hier? Ach du Scheiße. Okay, das ist ja nochmal richtig groß. Muss ich mich jetzt erstmal zurechtfinden. Bounce, Comet. Comet, ja. So, ja, was haben wir hier? Von diesem Turm kommt nichts Gutes. Hoffentlich räumt da bald jemand mal auf. Was, muss ich hier? Hab ich immer eine Quest oder was? Du hast doch sicher noch was zu tun. Hätte ich nicht besser machen können. Ja. Feuer muss man mit Feuer bekämpfen. Okay, die wollen alle nicht richtig mit mir reden, aber hier ist ein Teleporter. Geht doch. Kane wird sich darum kümmern. Grausame Schattenwächter, grausame Ghule, alles zu mir. So, 8 von 9. Wo ist der letzte? Wo ist der letzte? Gabel und Fleisch. Da vielleicht? Und wenn nicht, was dann? Jetzt mach dir mal nicht. Ich finde den letzten Ghoul nicht. Wie tue ich?